So, Meister waren die Mädels von SFN Vechta schon. Nach dem Sieg in Wilhelmshaven war es offiziell geworden. SFN Vechta Meister Saison 2018-2019 und erneut Aufsteiger in die dritte Liga. Es war am Samstag das vorletzte Heimspiel der Saison. Vor 3 Jahren, Ende Saison 2015-2016, standen diese Mannschaften SFN Vechta und der Rivale VW Stade auch gegeneinander im letzten Spiel. Das war ein Entscheidungsspiel, das SFN mit 2 Toren mehr als der Gegner gewann und damit Meister wurde und also Aufstieg in die dritte Liga zum ersten Mal. Das Spiel am Samstag war für SFN Vechta also nur Showlaufen und sie wollte natürlich auch das Spiel gegen Rivale gewinnen. Aber das wollte natürlich VW Stade auch. VW Stade hatte sich von dieser Saison bestimmt mehr erwartet. Am Ende wird man vielleicht noch Zweiter, aber wahrscheinlich Dritter hinter Werder Bremen 2 und auf große Distanz SFN Vechta. Also Stade schafft nicht, was SFN schafft, direkt den Aufstieg nach dem Abstieg. Ging Stade mit 1:0 in Führung durch Leonie Klinkmann. Doch nur 12 Sekunden später lag der Ball im Stadernetz Tor Luca Wodde. Am Anfang ging das Spiel gleich auf. Ballverlust Stade, Umschaltung bei SFN, Luca Wodde mit das 2:1. Luca Wodde zusammen mit Dina Schwarz, Topscorer mit 10 Treffer am Samstag. Doch die beste Spielerin von Stade, Lara Katrina Witt, traf zum 2:2. SFN spielte den Ball ruhig rund und beschleunigte, wenn es nötig war. Und ein tolles Tor von Ria Hacek, 3:2. Dina Schwarz mit dem ersten Tor des Abends, 4:2. Luca Wodde, Lattenschuss, doch da ist Dina Schwarz, 5:2. Es lief gut bei SFN. Doch dann schlug das Schicksal zu bei Svenja Rufer. Es wurde 5:3, doch sie verletzte sich schwer. Sie hatte enorm viel Schmerzen, ihr Knie war aus dem Gelenk gedreht, drehte sich wieder zurück, das war ihr Glück. Doch sie musste ins Krankenhaus. Und natürlich Schockzustand bei den Vechterer Mädels, verständlich. Das Spiel ging weiter, aber man musste das erst verdauen. Und die Frage war, wie ging es weiter ins Spiel? Lara Katrina Witt traf zum Anschlusstreffer 4:5. Doch SFN Vechta zeigte Charakter. Und schon schnell fiel das 6:4 durch Dina Schwarz und das gab wieder Auftrieb. Und SFN war wieder bei der Sache. Luca Wodde 7:4. Ria Hacek wird gefoult. 7 Meter Dina Schwarz. Und das 8:4, ein 4-Tore-Vorsprung.
Clara Clara wird mit einer ihrer 11 Tore zum 5:8. Doch schnell danach Luca Vodde 9:5. Und Tina Schwarz mit das 10:5. Es blieb lange so rund die 5 Tore Vorsprung. Es steht jetzt 15:10 für Sven Vechter. Und Luca Vodde trifft zum 16:10. Und Julia Wickeln trifft zum Halbzeitstand von 16:11 für SFN Vechter. Die Start von Vechter in der zweiten Halbzeit war schwach. Stade konnte zurückkommen bis 16:18. Anne Müller wird gefault, 7 Meter Tina Schwarz. Und das 19:16. Der Stade bleibt dran. Viviane Buran 17:19. Dann eine starke Phase von SFN. Tina Meyer, die SFN am Ende der Saison leider verlässt, zum 20:17. Tina Schwarz 21:17. Da wird gut geblockt. Und SFN kann wieder an einen Angriff bauen. Es dauerte lang, doch dann Luca Vodde 22:17. Aber dann wieder eine schwächere Phase von Vechter. Es steht jetzt 24:26 aus Stadener Sicht. SFN kam eigentlich nie in Gefahr. Auch wenn Stade mal richtig kurz dran kam. Hier ist es 27:24 durch Mette Müller. Dann Ballverlust SFN, schnelle Umschaltung vor Weltstart. Schön gemacht, Julian Wicheln, 25:27, noch kleine 4 Minuten zu spielen, also viel war es nicht, aber man hatte nie das Gefühl, dass es für Vechter schlecht ablaufen würde. Und der Zimmermann erhöht wieder den Vorsprung auf 28:25. Dann 7 Meter Tina Schwarz. Und das 29:25, das Spiel war gelaufen. Lara Katrina Witt tut noch was mit den 7 Meter zurück auf 29:26. Doch der Endstand auf den Anzeigetafeln setzte Mette Müller mit das 30:26 Endergebnis. Auch gegen Stade wird wieder mal gewonnen. Es ist lange her, dass Stade von SFN Vechter gewinnen konnte.
Ein verdienter Sieger, ein souveräner Sieg und was wichtiger ist, wir sind der verdiente Meister. Am Anfang der Saison wurde zweimal verloren, danach wurde alles gewonnen. Noch zwei Spiele, die will man auch noch gewinnen. Aber erst konnte gefeiert werden. Zu Recht und verdient. Und Hanna Trepphaus hatte noch ihren Superfans. Und was die Freude noch größer machte, Svenja Rohhöfer kam auf Krücken zurück aus dem Krankenhaus. Wir wünschen gute Besserung und alles Gute für nächste Saison.